Herzlich willkommen zu unserer kurzen Stop-Motion-Präsentation. Im folgenden Video werden wir die Funktionen und die Grundlagen eines Kernfusionsreaktors des Types Tokamak erläutern. Bei der Kernfusion verschmelzen zwei Kerne unter hoher Temperatur und setzen dabei Energie frei. Zusätzlich spielt noch ein Effekt namens Tunneleffekt mit. Der Tunneleffekt beschreibt das Phänomen, wenn ein Teilchen die Energiebarriere eines anderen Teilchens überwindet, ohne die notwendige Energie zu haben. Dieses Phänomen lässt sich mit der Quantenphysik erklären. Nun werden wir die Funktion eines Fusionsreaktors erläutern. Bei einem Fusionsreaktor werden die Gase Deuterium und Tritium auf 150 Millionen Grad erhitzt. Durch die Erhitzung werden nun die zwei Gase zu Plasma. Nun findet Kernfusion statt, da die Kerne durch die hohe Temperatur genug kinetische Energie besitzen. Durch die freigesetzte Energie bleibt die Temperatur konstant. Allerdings muss dazu gewährleistet werden, bis das Plasma nicht die Wände des Reaktors berührt. Andernfalls würde sich das Plasma sofort abkühlen. Das wird mit Hilfe von Elektromagneten, die ein elektromagnetisches Feld vor den Innenwänden des Reaktors etabliert. Dies funktioniert, da Plasma elektrisch leitfähig ist. Das Plasma wird nun von den Wänden abgehalten. Allerdings überhitzen die Elektromagneten. Deswegen ist momentan der Fusionsreaktor des Types Tokamak nicht rentabel.